Hallo, hier spricht der lila Launebär. Und ich präsentiere euch heute Sport in Ungarn. Neben den wunderschönen Landschaften begeistert Ungarn durch seine herausragende Kultur. Kultur? Was ein Titel! Ich bin's wieder, der lila Launebär. Im nächsten Teil unseres Meisterwerkes stellen wir euch die beliebtesten Sportarten in Ungarn vor. Dazu gehören Handball, Formel 1 und Wassersport. Wir beginnen mit Damenhandball. Die ungarische Frauenhandballnationalmannschaft vertritt Ungarn bei internationalen Turnieren im Frauenhandball. Die größten Erfolge der ungarischen Mannschaft sind der Gewinn einer Weltmeisterschaft und einer Europameisterschaft. Sie haben sich für die Handball-Europameisterschaft 2006 in Schweden qualifiziert. Bei den Olympischen Spielen gewannen sie 2000 die Bronzemedaille und in den Jahren 1976 und 1996 die Silbermedaille. Bekannte aktuelle Nationalspielerinnen sind folgende: Anita Gerbic, Fani Genieris, Bolja Wellmann und Momnika Kovacic. Kommen wir nun zu Formel 1. Hierzu haben wir besondere Aufnahmen in unserem Medienarchiv gefunden. Die wollen wir euch nicht vorenthalten. Zu sehen sind die beiden Rennboliden von Jörgi Kaldi im Schwarzgeschoss und Miklos Rindri im grauen Flitzer. Neuester Kameratechnik hatten wir auch die Möglichkeit, ins Cockpit zu schauen. Allerdings gibt es in Ungarn auch eine abgespeckte Version dieser Rennen. Hier fährt man mit diesen Autos. Der große Preis von Ungarn ist einer der Grand Prix-Weltmeisterschaftsläufe der Formel 1 und wird seit dem ersten Rennen im Jahr 1986 jeweils auf dem Ungaroring durchgeführt. Die 1986 eröffnete Strecke mit einer Gesamtlänge von 4014 Meter war der erste Austragungsort eines Formel 1 Grand Prix in einem Land des ehemaligen Ostblocks. Na klar doch! Weiter geht's mit Wassersport. Wie uns und dir von unserem Reiseführer und erfolgreichen Kanuten erzählt wurde, spielen Kanu- und Kajaksport in Ungarn eine bedeutende Rolle. Ebenfalls sehr populär in Ungarn ist Wasserbahn. Bei der letzten Weltmeisterschaft im Jahre 2005 in Montreal belegte Ungarn den zweiten Platz. Erster wurde Serbien-Montenegro und dritter Griechenland. Ach, weißt du was? Schieß drauf! Kommen wir nun zur beliebtesten Sportart des ungarischen und des deutschen Mannes. Fußball! Die goldene Zeit des ungarischen Fußballs ging von 1950 bis 1954. In diesen 4 Jahren verloren sie kein einziges Spiel. Diese Ära endete dann überraschend im WM-Endspiel 1954, als Ungarn gegen die glorreiche deutsche Nationalmannschaft 3:2 verlor. Bisher haben die Fußballarchäologen bei ihren Ausgrabungen zum Wunder von Bern diese Wochenschau-Szenen ans Tageslicht gebracht. Immer wieder gerne gesehen, der Anschlusstreffer des Nürnbergers Max Morlock. Und der 2:2 Ausgleich durch den Essener Helmut Rahn, der nach dem Seitenwechsel auch das vielleicht wichtigste Tor der deutschen Geschichte schießt. Die Rundfunkstimme von Herbert Zimmermann und die ewig gleichen Bilder vom 3:2-Sieg haben sich in das Gedächtnis der Nation eingeprägt. Die kollektive Erinnerung an die Helden von Bern war immer nur schwarz-weiß. Bis jetzt. Was kaum jemand weiß, im Stadion hat ein Kameramann das Wunder von Bern in Farbe festgehalten. Vor wenigen Wochen hat ein Ausgrabungsteam der Kölner AZ Media seine Aufnahmen in Hamburg entdeckt.
Sorgfältig gesäubert und restauriert, werden die Exponate heute das erste Mal welturaufgeführt. Exklusiv. Hier im Ersten. Das ist das 0:1 der Ungarn. Schon nach 6 Minuten durch ihren Kapitän Puskás. Das 0:2 nach einem Missverständnis in der deutschen Abwehr durch Csibor. Und von der Höhe der deutschen Torauslinie hat der unbekannte Kameramann diese Bilder vom 1:2 durch Morlock gedreht. Das 2:2 hat er verpasst. Der größte Schatz, sozusagen das Troja der Fußballforscher, findet sich am Ende des Fahrtmaterials. Das Siegtor von Helmut Rahn in der 84. Minute. Durch diesen Treffer wird die junge Bundesrepublik das erste Mal Weltmeister. Der Aufstieg zu einer führenden Fußballnation beginnt. Die Funkbilder von ihrem Triumph haben selbst die Helden von Bern noch nie gesehen. Die ARD plant inzwischen weitere Ausgrabungen. Vielleicht gibt es dann den deutschen Jubel in Farbe pünktlich zum 50. Jahrestag im nächsten Sommer. Besonders hervorzuheben aus der ungarischen Nationalmannschaft ist der kürzlich verstorbene Ferenc Puskás, der nicht nur in Ungarn, sondern in der ganzen Welt fußballerische Maßstäbe gesetzt hat. In Ungarn spielte er für Honvéd Budapest. In der Saison 47-48 schoss er in 32 Spielen 50 Saisontore, ein bis heute gültiger Rekord. Insgesamt gewann er 6 Meisterschaften. Zwischen 1946 und 1956 wurde er 18 Mal für die Budapester Stadtauswahl nominiert und schoss 15 Tore. Im Ausland war er zwischen 1958 und 1967 bei Real Madrid, was nicht zuletzt ihm seine grandiose Zeit der späten 50er und frühen 60er Jahre zu verdanken hat. Von 1958 bis 1966, das heißt praktisch während seiner ganzen Zeit beim Verein, war Real zu Hause ungeschlagen. Insgesamt schoss er für Real Madrid in 372 Spielen 324 Tore. Im Europapokal erzielte er in 39 Einsätzen für die Spanier 35 Tore und wurde dann in der Saison 1959-60 mit 12 Treffern Torschützenkönig im Pokal der Landesmeister. Im Endspiel 1960 schoss er beim 7:3 Sieg gegen Eintracht Frankfurt, dem bislang torreichsten Europapokalfinale, 4 Tore. Seine Nationalmannschaftskarriere begann bereits mit 17 Jahren am 20. August 1945 beim 5:2 Sieg in Budapest gegen Österreich und endete am 14. Oktober 1956 mit einem 2:0 Sieg in Wien, ebenfalls gegen Österreich. In beiden Spielen erzielte er jeweils ein Tor. 1950 schoss er beim 12:0 gegen Albanien 4 Tore. In weiteren 4 Spielen gelangen ihm auch jeweils 3 Tore. In mehr als 50 Länderspielen konnte er sich in die Torschützenliste eintragen lassen. Er gewann mit Ungarn 63 Mal und verlor nur 11 Spiele. Weitere 11 Spiele gingen unentschieden aus. Er schoss in 85 Länderspielen 84 Tore für Ungarn und ist damit ungarischer Rekordschütze. Das folgende Video zeigt das aus. That third was a real beauty. Just watch the smart footwork by Puskás. Hoi vom Pipsch. Die Lila Laune Bär ist wieder hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Get things started on the most sensational, inspirational, celebrational vibe.